Also wenn jemand mich fragen würde, was ist Rock'n'Roll, dann sage ich, Pressekonferenz um 10 vor 11. Das ist der wahre Rock'n'Roll. Vorzustellen, ist in sich schon mal ein Sprung ins kalte Wasser. Das machen aber auch andere. Die Verbindung mit 80 Kinos im ganzen Bundesgebiet, das ist dann schon ein bisschen eine andere Dimension. Und das ist gelungen. Und die Scheibe entwickelte sich gut. Es war unsere 16. Nummer 1. Und dann gab es etliche Promo-Geschichten, unter anderem dann aber auch diese wunderschöne Auszeichnung an unser Team, nicht an mich, sondern an uns alle, ein Echo für unsere Tätigkeiten im Bereich der Stiftung, was ich toll finde, weil der Echo damit ein Thema in den Fokus gerückt hat, soziale Arbeit und so weiter. Das ist im Bereich der Musik heutzutage ein ganz wichtiger Aspekt. Und in der Tat, die Bühne, die wir euch erklären wollen, ich mache es ein bisschen spannend, weil es ist spannend, die hat ein paar Besonderheiten, die es in dieser Form bei uns noch nicht gegeben hat, und ich glaube, dass man, wenn überhaupt, lange suchen muss, bis man so eine vergleichbare Idee umgesetzt irgendwo in irgendeiner Rock'n'Roll-Produktion sieht. Dieses Modell in Heidelberg kreiert und aufgebaut ist maßstabsgetreu, das heißt, alle Dinge, die da zusammengebaut werden, die werden im Maßstab 1 zu 10 gebaut und geben tatsächlich wieder, was nachher in den Hallen zu sehen ist. Selbst die Übertragungswände, die LED-Wände und so weiter funktionieren, die Lichter funktionieren weitgehend. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Es ist viel angenehmer in einem Studio zu sitzen, das ungefähr so diese Maße hat, wie wir jetzt hier so sitzen. Und da sind dann die ganzen kreativen und kompetenten Partner beteiligt. Und da entwirft man dann die ganzen Programme, Licht, Ton etc. Das kann man ausprobieren. Am Ende einer solchen Arbeit steht das Konzept und man kann, wenn man so will, wie in einem Sandkasten quasi, kann man die ganze Show von vorne bis hinten abspulen lassen und kriegt dann einen Eindruck über den Spannungsbogen, über den Verlauf etc. Das bin ich davon. Ja. Vielleicht mal erklären, in diesem Bett stehen ungefähr, Andrea, 400 Leute. Das ist eine wunderschöne Situation. Das ist ja das Schöne dran. Wir kommen ja über diese Stege sehr nahe an die Leute ran und können mit denen spielen oder die mit uns. Ja. Das ist ja das Geile dran. Ja. Ich denke mal, so der Hotspot, das ist hier so drinnen.
und hier draußen. Aber wir können auch da nach hinten laufen und nach hinten spielen. Ja? Das ist ja heutzutage alles machbar. Und da freue ich mich jetzt schon. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir so am Abend zusammenkriegen, aber es wird sicherlich sein. Jeden von uns irgendwann mal dazu gebracht haben, Musiker zu werden. Da hat natürlich jeder seine eigenen Heroes. Also ich sag mal, in meinem Fall Van Morrison, Eric Clapton, Bob Dylan, Elvis. Pascal ist 20 Jahre jünger, der hat wahrscheinlich andere Heroes. Und wir spielen dann eine Strophe an der Fahne und dann wechselt das hin und her. Die Absicht ist zu zeigen, dass aus dieser DNA, aus diesen ersten Eindrücken, die wir als Jugendliche, als 15, 16-Jährige hatten, als wir uns entschlossen haben, Musiker zu werden, dass diese Eindrücke auch in der Musik von heute, in unserem Album, wenn das so ist, noch immer sehr präsent sind. Vor der Bühne ist auch stehendes Publikum. Das geht bis hinten, das ganze Parkett ist unbestuhlt. Und dann haben wir natürlich die Ränge. In der Olympiahalle sieht das wunderschön aus. Das heißt, wir sind weit in den Norm hinein und dann werden wir mit zwischen den Fans richtig schön voll fett und geben Musik machen. Da freue ich mich total drauf. Das ist ein schönes Gefühl. Dieses Ding, das dreht sich. Das heißt, wir können jeden beobachten. Die uns auch. Ja, also, wie gesagt, die Band ist unverändert. Wir haben einen Mann dabei, auf den freue ich mich ganz besonders, Everett Harp, Saxophonist. Das ist insofern eine tolle Geschichte, als wir leider mit dem Tod von Clarence irgendwann mal unseren Lieblingssaxophonisten verloren haben. Und dann nachher auch keinen mehr hatten, aber mit Everett haben wir jetzt einen mindestens genauso kompetenten, spielwütigen, positiven, energetischen Musiker an unserer Seite. Und dann werden wir vielleicht noch überlegen, es gibt die Möglichkeit, vielleicht den einen oder anderen Gast noch einzuladen für ein kleines Zwischenspiel, aber das steht noch nicht so hundertprozentig fest. Zusammengefasst, 45 Minuten vorne. Ich glaube, das Album mit ein paar Ansagen, das dürften auch ungefähr so eine Stunde zehn ausmachen, dann sind wir bei zwei Stunden. Und dann kommt etwas ganz Witziges, der dritte Teil, und den möchte ich gerne auch noch ein bisschen erläutern. Ich denke nicht, dass wir von der Bühne gehen können, ungestraft, wenn wir nicht ein paar alte Songs spielen. Ja. Ja, sonst gibt es Hauen, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Wir werden das machen. Wir werden 15, 20 Songs aussuchen. Und dann werden wir die hier so auf die Welle übertragen und dann Voting machen. Ja? Wir wissen noch nicht genau wie. Mit Zetteln, mit Rufen. Das ist ziemlich ungenau. Vielleicht mit dem Handy. Und das Publikum wird dann bestimmen, welche drei, vier Songs wir am Ende spielen.